Und ja, erstmal willkommen an alle Teilnehmer zu unserem heutigen Webinar Anomalien im Backup, Ransomware oder erweitertes Verhalten. Mein Name ist Stefan Schröder. Ich bin Geschäftsführer bei der Schmitz AZ Consult, schon seit 18 Jahren im Bereich Backup Storage, Konzeption, Reporting, Monitoring tätig. Ich werde heute durch das Webinar führen. Bei mir sind meine Kollegen, die Jasmina, unsere Channel Managerin, der Björn aus dem Bereich Technikentwicklung Pre-Sales und der Martin als unser Sales Manager. Wenn also Fragen da sind, einfach gerne im Chat stellen. Und wenn ich dann noch was dazu sagen kann, werden meine Kollegen mich dazu auch anstupsen. Ja, ich starte direkt ins Thema Anomalien im Backup. Ransomware oder erwartetes Verhalten. Was erwartet uns da heute? Ich werde erst kurz was erzählen über uns als Firma und unsere Software Backup Eagle. Dann das Thema Ransomware und Backup, wieso das überhaupt in Kombination ein Problem sein kann, wie die Automatisierung uns dort helfen kann und wie wir dort Anomalien automatisch erkennen können. Starten wir mal mit über uns. Also wer sind wir? Wir, die Schmitz AZ Consult GmbH, sind der Hersteller der Software Backup Eagle. Wir sitzen in Pulheim bei Köln, also ganz nah hier am Dom. Uns gibt es seit 1999 und wir sind auch eigentlich in allen Branchen aktiv, denn alle Branchen sollten idealerweise auch Backups machen. Und seit Mai letzten Jahres gehören wir zur IT-Familie der IT Solutions Holding. Und ja, worauf fokussieren wir uns oder was ist eigentlich die Zielsetzung unserer Software? Mit Backup Eagle betrachten wir natürlich das Thema Backups, ne, Monitoring, das Thema Health Status, Mengenreporting, Durchsatzes und natürlich auch das, was wir uns heute anschauen wollen, speziell Anomalieerkennung. Wir wollen aber den ja, unser Adler, der fliegt ja über allem, wollen auch natürlich mehr sehen. Deswegen schauen wir uns auch die Backup-Server an. Wenn Sie Backup-Server haben, dann wissen Sie, dass Sie dort so Sachen checken müssen, wie habe ich genügend Storage an dem Server? Sind alle meine Devices erreichbar? Ist der Server überhaupt online, um halt auch erfolgreich Backups machen zu können? Diese Backup-Server schreiben Daten dann meistens auf sogenannte Backup-Devices. Das sind dann teilweise spezialisierte Geräte wie Tape Drives, Tape Devices oder auch diskbasierende Lösungen wie Isilons oder Data Domain Systeme. Und wir sehen immer wieder Kunden, die natürlich auch die Cloud nutzen oder SaaS-Services, wenn sie zum Beispiel ein Microsoft Azure nutzen und dort Systeme laufen haben, dann brauchen die auch ein Backup. Das möchten wir natürlich auch monitoren. Oder wenn Sie SaaS-Lösungen nutzen, um Ihre Backups dorthin zu machen, oder SaaS-Lösungen nutzen, um dort Ihre, ja, Ihre Dienste unterzubringen. Ich sage mal, das berühmteste Beispiel ist ja eigentlich immer Microsoft 365. Auch dort brauchen wir ein Backup und auch das braucht man im Blick. Darauf hat Backup Eagle, sage ich mal, den Blick von oben, aber auch den Blick fürs Detail. Heute wollen wir uns aber das Thema Anomalieerkennung im Backup anschauen. Und da gehen wir natürlich direkt mal auf das Thema, was uns ja heutzutage eigentlich alle bewegt, Ransomware. Ich glaube, viele hier wissen schon, was Ransomware ist, aber ich mache trotzdem noch mal ein kurzes Intro, damit man halt hier auf dem gleichen Stand ist. Also das ist das Thema, was ist das eigentlich? So eine Ransomware und warum ist die nicht so gut für uns und unser Unternehmen? Nun, im Regelfall ist das eine von Cyberkriminellen verwendete Software und wenn man sich schon denken kann, okay, Cyberkriminelle, die haben wahrscheinlich keine guten Absichten. Das heißt, diese Software wird im Regelfall auch nicht von Ihnen installiert, auch nicht gewollt installiert, sondern im Regelfall fängt man sich sowas ein, wie man sich einen Schnupfen einfängt, kann man sich auch eine Ransomware einfangen, unabsichtlich, zum Beispiel über Attacken wie Phishing oder auch ja, ich sag mal so Drive-by-Attacken könnte man es nennen. Da wird dann mal ein USB-Stick vorm Firmengebäude fallen gelassen oder auch ein harmlos aussehendes Ladekabel. Und wenn die dann entsprechend präpariert sind, habe ich ganz schnell die Ransomware installiert, ohne dass ich das möchte. So, jetzt habe ich die Ransomware. Da muss ich, ja, okay, was ist da jetzt das Problem? Naja,
Diese Ransomware, die soll natürlich dazu dienen, die Cyberkriminellen zu bereichern. Also was macht die? Die fängt an, Daten zu verschlüsseln. Und zwar erstmal möglichst unauffällig, dass man es halt nicht direkt sieht. Und wenn sie dann ihre Arbeit getan hat, dann bekommt man eine nette Nachricht, wo dann drin steht, ah, wir haben ihre Daten verschlüsselt, alle ihre Firmengeheimnisse sind jetzt weg sozusagen. Und wenn sie uns ein Lösegeld zahlen, Englisch Ransom, daher auch der Name Ransomware, dann kriegen sie einen Schlüssel, um die Daten zu entschlüsseln. Vielleicht, wenn sie Glück haben. Was auf jeden Fall passieren wird, sie landen dann auf der Liste der guten Kunden der Cyberkriminellen und dann kommt man vielleicht mal wieder bei ihnen vorbei, weil sie haben ja schon mal gezahlt und deswegen ist auch die Empfehlung der Behörden in solchen Fällen nicht zu zahlen, sondern sich natürlich idealerweise auf das Backup zu verlassen. So, wie sieht das jetzt mit dem Backup aus und der Ransomware? Schauen wir uns das mal an. Und wieso habe ich mit Ransomware vielleicht überhaupt ein Problem beim Backup? Ja, da muss man halt dazu wissen, wie arbeiten jetzt Backup-Tools und wie kommt das in Kombination mit Ransomware vielleicht zu Problemen. Nun, Backup-Tools sichern im Regelfall ihre Daten, damit sie die im Notfall wiederherstellen können. Und die meisten Tools sichern halt die geänderten Daten. Das heißt, sie arbeiten an einer Datei oder an einer Datenbank, die ändern sie jeden Tag. Jeden Tag wird diese Datei gesichert, weil sie sich geändert hat. Und nun ist es ja so, wir haben begrenzte Ressourcen, das heißt, wir können nicht ewig lang geänderte Daten im Backup aufbewahren, sondern irgendwann fängt das Backup-Tool an. Im Regelfall sind das zum Beispiel nach 30 Tagen und wird dann hingehen und wird alte Versionen, also die von vor 30 Tagen, wird es aus dem Backup löschen. Normalerweise ist das kein Problem. So, jetzt haben wir aber den Fall, unsere Ransomware, also nicht unsere, sondern die der Kriminellen, verschlüsselt ihre Daten. So, jetzt werden die Daten gesichert. Die sind dann verschlüsselt. Wenn Sie das nicht merken für eine gewisse Zeit, dann altern irgendwann Ihre unverschlüsselten Versionen aus dem Backup raus. Und wenn Sie es dann merken und meinetwegen Ihre 30 Tage Aufbewahrungsfrist sind vorbei, dann können Sie zwar Ihre Daten wieder aus dem Backup herstellen, allerdings sind das dann auch die verschlüsselten Daten. Und das Backup ist natürlich dann wertlos. Ich habe den Schlüssel nicht, die sind auch verschlüsselt, die Daten. Also habe ich ein Problem. So, was muss ich also tun oder was sollte man idealerweise tun? Oder was bietet sich halt mir dort auch als Chance an? Ich kann mein Backup beobachten und kann dort schauen, sind dort Anomalien, die vielleicht auf Ransomware hindeuten. Und wenn man weiß, was das sein kann, kann man die auch finden, weil wenn man weiß, wie so eine Ransomware arbeitet, dann sieht man halt natürlich, wenn die Daten verschlüsselt werden, müssen die neu gesichert werden. Ich hatte es ja gesagt, die geänderten Daten werden neu gesichert und die Ransomware verändert die Daten, also müssen sie neu gesichert werden. Ich habe also eine hohe Sicherungsmenge. Das ist schon mal ein Indikator dafür, dass da vielleicht irgendwas nicht stimmt. Der nächste Indikator ist dann schlechte Deduplizierung. Deduplizierung, das ist ein Mechanismus, der sichert halt doppelte Daten beim Backup nur einmal. Das ist eine gängige Technik, die spart unglaublich viel Platz. Wenn man aber weiß, dass Verschlüsselung an sich mit sich bringt, dass es Daten erzeugt, die wenig gleiche Blöcke oder wenig gleiche Strukturen in sich haben, dann weiß man auch, dass sich verschlüsselte Daten unglaublich schlecht deduplizieren lassen. Das kennt vielleicht jeder, der schon mal versucht hat, irgendwie eine verschlüsselte Datei oder ähnliches ist auch bei Videodateien zu komprimieren. Das funktioniert unglaublich schlecht, da kann man nicht mehr viel rausholen. Und der letzte Indikator, den wir hier sehen können, ist natürlich aufgrund der hohen Menge der Daten, die gesichert werden müssen, habe ich plötzlich längere Sicherungslaufzeiten. So. Dann schauen wir uns das mal an aus Sicht von so einer Erkennung. Also wie könnte ich jetzt so eine Ransomware-Erkennung im Backup bauen? Ich kann natürlich, wenn ich historische Daten habe zu meinen Backups, kann ich die auswerten. Man sieht das hier. Ich habe hier mal so auf einem Graphen aufgetragen die Backups der letzten Tage. Also jeder blaue Strich ist ein
Tag mit einem Backup. Die Höhe des Striches gibt jeweils die Menge des Backups an. Und hier kann ich natürlich dann Abweichungen finden. Das heißt, ich kann schauen, okay, bewegt sich meine tägliche Sicherungsmenge in einem bestimmten Korridor, dann ist alles in Ordnung. Ist sie darüber, dann ist das schon mal ungewöhnlich. Das könnte auf ein Problem hinweisen. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie finde ich das? Also, das macht jetzt sicherlich keiner, dass er jeden Tag in seinem Backup nachschaut, geschweige denn dazu noch die vorherigen 8 Tage auch noch vergleicht. Also gibt es ganz klar nur eine Lösung. Ich muss das irgendwie automatisieren, weil so eine Prüfung, Abweichungsprüfung, selbst bei kleineren und mittleren Unternehmen, ist das natürlich schon unglaublich schwierig. Wenn ich jetzt im Enterprise-Segment bin, dann ist das nahezu unmöglich, wenn ich zehntausende Sicherungen pro Tag habe. Also brauche ich Automation, um das überhaupt erreichen zu können, um Zeit zu sparen, um meine Qualität und meine Sicherheit zu erhöhen. Ich habe mal einen kleinen Vorgriff jetzt auf das, was nachher noch kommt. Ich will noch ein kleines Live-Demo zeigen. Und wenn man das sich dann automatisiert erkennen lässt und in Reports ausgibt, dann sieht das zum Beispiel so aus. Ich habe hier beispielsweise mal Backup-Ergebnisse prüfen lassen durch unser Backup-Eagle-Tool. Ich mache mal meine Anzeigeoption an. Ich habe hier ein Backup von einem Client und das Interessante daran ist, hier unten hat Backup-Eagle erkannt, okay, ich habe hier 23 GB gesichert, aber die Abweichung ist viel zu groß und normalerweise hätte er nur 12,9 GB sichern dürfen. Also hier ist ein Indiz dafür, dass aufgrund der Informationen, die ich von den letzten Tagen habe, hier eine sehr hohe Abweichung stattgefunden hat. Und das ist dann ein Punkt, wo man sagen muss, kann man mal genauer drauf schauen. Hier unten gibt es noch andere Abweichungen. Da sage ich gleich noch was dazu, zum Beispiel leere Backups. Weil das Thema ist ja, wenn wir jetzt eh schon mal dabei sind, Anomalien im Backup automatisch zu erkennen, dann macht es ja durchaus Sinn, nicht nur Indizien für Ransomware zu analysieren, sondern wir können auch noch alle möglichen anderen Probleme automatisiert finden. Und auf die gehe ich jetzt auch noch mal kurz ein, dass man sich halt bewusst wird, im Backup können alle möglichen Anomalien auftreten oder erkannt werden. Das kann Ransomware sein. Das kann aber auch, wie ich hier unten zeige, ne, hier habe ich ein Backup, das ist leer. Das können zum Beispiel auch 0-Byte-Backup sein. Das ist dann eine andere Anomalie. In meinem Fall ist hier zum Beispiel das Backup logisch defekt. So, denken Sie, ja, wieso, was ist denn ein logisch defektes Backup? Naja, ich kann ein Backup definieren, kann sagen, sichere mir mein System und kann aber an einer anderen Stelle einstellen, exklude mir eigentlich alles, was in dem Backup dort ist. An sich ist das ein vollkommen erfolgreiches Backup. Das Backup-Tool meldet das erfolgreich. Der Administrator freut sich. Ja, er braucht nicht viel Speicher. Der Kontrolleur freut sich. Alles ist grün. Wenn man aber nicht darauf achtet, dass die Menge immer null ist und man muss dann einen Restore machen, dann steht man natürlich vor einem tiefergreifenden Problem, weil es sind keine Daten gesichert, die ich restoren kann. Zweiter Punkt. Wenn ich Backups mache und ich habe ein Backup-Tool, das mit Konzepten wie Full und Incremental abwechselnd arbeitet, was durchaus sehr häufig vorkommt, dann kann es natürlich mir passieren, dass aufgrund von Fehlerzuständen mein letztes Full-Backup einfach 3-4 Monate alt ist und ich das nicht erkenne. Das ist halt auch so ein typisches Thema, solange ein Full-Backup da ist und die restlichen Daten jeden Tag nur die Änderungen gesichert werden, sind die Backup-Tools zufrieden. Wenn ich dann aber einen Restore machen möchte, dann muss ich diese ganze Kette von dem Full-Backup über die ganzen einzelnen täglichen Backups durchgehen bis heute. Und das kann einfach sehr lange dauern. Man stelle sich jetzt vor, man ist sowieso schon in einer Stresssituation, da ist gerade eine Attacke gefahren worden, ich muss Daten wiederherstellen und jetzt dauert das auch alles noch lange. Also habe ich auch hier ein Problem und das kann ich natürlich auch historische Daten vorausgesetzt, automatisch erkennen, wenn Daten zu lange kein aktuelles Full-Backup mehr haben. So, dann habe ich natürlich das Thema, auch eine sehr große Herausforderung. Wir alle im Bereich der IT wissen, das ist ein sehr dynamisches Umfeld
Und da können die Systeme halt immer kommen und gehen. Das sind virtuelle Maschinen teilweise. Das sind aber auch neue User, die hinzugefügt werden. Das können physische Systeme sein. Und da muss ich natürlich sicherstellen können, wieso habe ich vielleicht kein Backup für so ein System. Ja, da wurde vielleicht eine Unterbrechung im Prozess ausgelöst, irgendein Skript ist nicht gelaufen oder die Kommunikation zwischen den Abteilungen hat vielleicht nicht funktioniert. Auf jeden Fall wurde ein Server gar nicht ins Backup aufgenommen. Und das ist, glaube ich, klar, wenn ich den dann wiederherstellen möchte, kann ich ihn nicht wiederherstellen, ich habe ihn nicht gesichert. Und den nächsten Punkt, den wir automatisch erkennen können, ist natürlich, wenn ein Backup deaktiviert wurde. Das kommt relativ häufig vor. Ich hatte diese Woche noch ein Service-Meeting mit einem Kunden, der meinte, also es ist eine große Umgebung, das kommt da mehrmals im Monat vor, dass sie nachfragen müssen bei Kollegen, ah, hier das Backup läuft nicht mehr. Wieso nicht? Ja, haben wir abbestellt oder war ein Versehen. Und dieser Versehensfall, der kommt doch relativ häufig vor. Das heißt, das Backup wurde ausgeschaltet, weil es war eine Wartung zum Beispiel. Dann war die Wartung vorbei, aber es wurde nicht wieder aktiviert. Oder im Backup-Tool gibt es eine Fehlkonfiguration. Ich habe das Backup auf einen anderen Zeitplan umgezogen vielleicht. Ich habe es aus dem Originalzeitplan entfernt. Das ist aber nie im Quellzeitplan angekommen, weil gerade das Telefon geklingelt hat zum Beispiel. Für die Backup-Tools ist das alles vollkommen in Ordnung, ne? Die werden Sie nicht darauf hinweisen, weil für diese Tools ist das, was der User tut und was er konfiguriert, ist Gesetz und da haben die nichts dran zu rütteln. Aber für den Anwender oder für den Verantwortlichen ist das natürlich ein großes Problem, wenn plötzlich kein Backup mehr da ist und Sie einen Restore machen, stehen Sie vor einem Problem und auch das kann man mit historischen Daten leicht herausfinden und erkennen. So, dann haben wir noch einen Punkt, der auch immer sehr spannend ist, mein Backup ist einfach zu alt. Das heißt, es läuft zwar, aber es läuft vielleicht nur einmal die Woche. Ich habe im Scheduling einen falschen Haken gesetzt und es läuft jetzt nicht mehr jeden Tag, sondern nur noch einmal die Woche. Das ist ein Problem bei Daten, die recht aktuell gesichert werden müssen, dass ich meine APOs einhalten kann und keine, sage ich mal, keinen großen Zeitraum habe, der kritisch ist, für den ich Daten verlieren darf, dass ich den nicht reiße. Auch das kann ich automatisch erkennen. Und natürlich zum Beispiel, das kann ganz banale Ursachen haben, wie zum Beispiel das zu sichernde System ist ab und zu nicht erreichbar, ne, weil es manchmal ausgeschaltet wird. So, es gibt es auch, dass Server mal runtergefahren werden und es vergessen wird, sie wieder hochzufahren, zum Beispiel nach Wartungsarbeiten. Und jetzt noch den ganz klassischen Fall, den habe ich auch noch mit aufgenommen. Meine Anomalie ist, mein Backup ist einfach fehlerhaft. Ich habe es aber nicht geprüft. So, warum? Weil einfach der Punkt hier unten Zeitaufwand, ne? Also ich muss mich da wirklich drum kümmern. Es wird vielleicht nicht automatisch alarmiert. Ich habe unterschiedliche Tools. Die Übersicht ist vielleicht einfach gar nicht gegeben. Und dann tritt der Fall natürlich ein, so wie hier rechts auf dem Bild. Ich finde das sehr passend, ne? Das ist zwar ein gutes Angebot, ne? Ich kann mir hier was beschaffen, was relativ günstig ist, also im Endeffekt aber mir gar nichts bringt, weil das Backup einfach defekt ist. Und auch hier muss man darauf achten, dass natürlich da richtige Kontrollen stattfinden. Und das sollte man natürlich so leicht wie möglich können. So, das war jetzt schon mal unser Teil am Folien, um das Thema so ein bisschen anzuteasern. Und jetzt würde ich gerne nochmal zeigen, wie leicht es eigentlich ist, all diese Themen, die ich hier aufgelistet habe, mit einer Software automatisch zu erkennen und zu alarmieren. Und ich kann das sogar in Tools weiterleiten, zum Beispiel Ticket-Tools, sodass ich sag ich mal, ein zentrales Herzstück oder einen zentralen Motor habe, um solche Probleme zu finden und vielleicht direkt automatisch an die richtigen Stellen weiterzuleiten. Ich gehe mal jetzt hier auf mein Demosystem. Eine Sekunde. So.
So, mein Demosystem, da ist es. Teile ich mal meinen Bildschirm neu. So, genau. Und jetzt sollten Sie eigentlich alle meinen Backup Eagle Server sehen. Das ist die Software Backup Eagle, mit der wir all diese Anomalien, diese Probleme ganz leicht automatisch erkennen können. Und ich starte mal gern mit unserem Dashboard, weil hier sehen wir prinzipiell diese Probleme alle schon mal zusammengefasst. Ja, ich fange mal hier links oben an. Hier sehe ich in meiner gesamten Backup-Umgebung habe ich aktuell 336 Fehler. Und dabei ist es eigentlich auch vollkommen egal, wo die Probleme herkommen. Sind das Backup aus Cloud-Systemen? Sind das On-Prem-Lösungen? Sind das verschiedene? Sind das andere Standorte? Kann ich gleich nochmal im Detail zeigen. Und hier unten sieht man ja, die fehlerhaften Backups. Ich habe hier auch die nicht gestarteten Backups. Das heißt, auch hier erkennen wir, da fehlen mir plötzlich Backups, die eigentlich laufen sollten, die mal da waren, die jetzt nicht mehr laufen. Wenn sich der ein oder andere jetzt wundert, warum das hier so viele sind, so viel rot, ich sage immer, das ist meine Demo-Umgebung. Ich muss halt auch zeigen können, dass unsere Software solche Fehler erkennt. Im echten Leben sind die Fehlerraten viel geringer. Also da hat man meistens deutlich über 95, 98% Erfolgsraten. So, das macht es trotzdem nicht einfacher halt auch zu erkennen, wenn Backups plötzlich nicht mehr laufen sollten. So, den zweiten Punkt, auf den ich gleich nochmal eingehe, sind hier Backup-Anomalien. Also all das, was ich eben sagte mit den Null-Byte-Backups oder mit dem Thema, Backups sind zu stark gewachsen, haben sich zu stark verändert, sehe ich auch, habe ich hier 32 Stück. Das ist schon eine relativ große Menge. Da gucken wir gleich mal rein. So, dann sehe ich hier auch, ich kann auch auf historische Daten zugreifen. Ich habe hier meinen Server Health. Ich sehe auch noch, wie geht es meinen Backup-Servern. Auch hier habe ich einige Probleme. 13 von meinen 7 Servern verlangen hier nach Aufmerksamkeit. Genauso wie meine Devices. Da sind sogar 2 im Status Fehler. Die muss ich mir auch nochmal anschauen. Und hier drüben in dieser Komponente, das nennt sich bei uns Host Detect, sehe ich, ich habe hier in meiner Umgebung 82 Systeme, die gesichert werden, die hat er erkannt, und ich habe aber auch 25, die hier drin sind, die nicht gesichert werden, die ich mir mal im Detail anschauen muss. Okay, starten wir mal mit dem Thema Anomalien, Thema Ransomware. Woran könnte ich das jetzt erkennen? Und was ich dafür gebaut habe, ich habe mir hier ein extra Widget hinzugefügt, dieses Dashboard hier, das kann ich frei konfigurieren. Ich habe mir hier das jetzt Backup-Anomalien genommen. Ich kann die hier umpositionieren, hinschieben, wie ich will. Ich habe gesagt, das ist mir relativ wichtig, deswegen schiebe ich das hier ganz weit oben hin. Und dann kann ich hier draufklicken, um einen Drilldown zu machen. Und dann sehe ich hier meine 32 Probleme, die mein Backup Eagle Server identifiziert hat. Und dann kann ich mir jetzt hier im Detail für jedes dieser Backups, das hier gelaufen ist, also eine Zeile ist jetzt hier ein Backup, kann ich draufklicken und dann sehe ich hier unten, ja, hier oben sehe ich erstmal die Informationen zu dem Backup, welche Menge hatte das, Laufzeit etc. Dann sehe ich hier unten direkt, ah, okay, hier wurde so eine Konsistenzregel verletzt, über die wir diese Anomalie erkannt haben und hier ist der Backup-Amount kleiner gleich 0 Bytes. Also hier habe ich ein Problem, hier wurde zwar eine Sicherung gemacht, aber da wurde gar nichts gesichert. Das ist meistens ungewöhnlich und dem sollte man dann mal nachgehen, ob das wirklich so gewünscht ist oder nicht. Und ich hatte es ja vorhin gezeigt, genauso über so eine Information hier würde Backup Eagle auch darstellen, das Backup ist ungewöhnlich stark gewachsen. Die vorherige Menge war so, die jetzige Menge ist, keine Ahnung, 200% größer. Und damit kann ich halt leicht erkennen, wie das Wachstum war. Wenn ich jetzt schauen möchte, war das zum Beispiel, ist das in Ordnung so? Ich nehme jetzt mal ein anderes hier, schauen wir mal dieses an. Hier kann ich zum Beispiel dann auch das Größenwachstum mir angucken und sehe dann hier, okay, hier habe ich so ein Wachstum, was also relativ natürlich aussieht. Hätte ich jetzt so einen starken Peak da drin, könnte man davon ausgehen, dass man mal auf das System drauf schauen soll, ob da alle Daten auch in Ordnung sind. So,
Also das ist relativ einfach, diese Anomalieerkennung. Ich kann dann halt herausfiltern, welche Systeme betroffen sind, kann mir die anschauen und kann dann sehr schnell sicherstellen, dass hier kein Ransomware-Befall vorliegt, sondern vielleicht hat der Kollege einfach nur eine Datenbank neu aufgesetzt und zum ersten Mal Daten importiert. Also das ist halt das Thema. Wir müssen uns halt hier auf statistische Daten stützen, um analysieren zu können, ist das Backup auch in Ordnung. Und je mehr Daten wir halt sammeln können, und das tun wir mit unserer Software Backup Eagle, desto genauer können wir erkennen, ob hier Ausnahmen vorliegen, die auf eine Attacke hindeuten können oder nicht. Schauen wir uns nochmal die anderen Fälle an, die ich eben genannt hatte. Das war dann zum Beispiel das Problem, dass ich ein Backup habe, was immer gelaufen ist, aber plötzlich nicht mehr läuft. Und das ist natürlich auch eine Anomalie, wenn das Backup plötzlich aufhört zu laufen, dann ja, kann ich keine Daten wiederherstellen, jedenfalls keine aktuellen. Und wir sehen das hier, alle Backups, die nicht gelaufen sind, erkennt unser System hier automatisch. Und ich kann mir dann halt anschauen, wann da das letzte Backup gelaufen ist oder wann es halt nicht mehr gelaufen ist. Ja, und jetzt mal hier drauf, wenn ich jetzt hier eins nehme, das ist jetzt, ja okay, das ist vom Backup-Tool selber gemeldet hier. Gehen wir nochmal hier drauf auf unsere Not-Started-Erkennung. Hier mal eine Monatssicht. Hier sehen wir halt auch zum Beispiel Backups, die jetzt über einen sehr langen Zeitraum schon nicht mehr gelaufen sind. Gucken wir uns das mal vielleicht für ein anderes Backup-Tool an. Dann sehen wir hier eine Meldung. Ja, hier sehen wir dieser Backup-Job. Ich mir den angucke, der ist seit 7 Tagen nicht mehr gelaufen. Ja, man sieht das auch hier. Am 29. ist er zum letzten Mal gelaufen. Am 7. haben wir ihn dann alarmiert. Das ist so eine Standardeinstellung, die darauf hinweist, Achtung, da ist kein Backup mehr da. Ist das wirklich gewünscht oder ist das nicht gewünscht? Und dann können Sie jetzt eingreifen und sagen, das ist schlecht. Da muss ich das wieder aktivieren oder Sie sagen, ja, das ist in Ordnung, kann ich so akzeptieren, bitte melde mir das nicht mehr. Das ist nochmal wie so ein Sicherheitsnetz, so ein doppelter Boden. Genau, und was wir ja auch schon gesehen haben, ich habe jetzt hier ein bisschen rumgeklickt, wie simpel das eigentlich ist, sich hier einen Überblick zu verschaffen über die verschiedenen Backup-Tools, über die verschiedenen Backups. Man kann das hier an der Seite vielleicht sehen. Hier die erste Spalte hier in meiner Client-Kontrollansicht, die stellt mir unterschiedliche Namen von unterschiedlichen Backup-Servern vor. Ich habe hier zum Beispiel Veeam-Server drin, ich habe Spectrum Protect-Server drin, ich habe aber auch hier Rubrik, ich glaube, Commvault habe ich nicht drin, könnte ich aber auch einbinden. Cohesity, ich habe hier SAP Sesam drin, also sehr breite Palette von Systemen, die Backup Eagle hier unterstützt, die hier eingebunden sind. Und was ich dann eigentlich am Tag mache, also wenn ich jetzt für die Backup-Kontrolle verantwortlich bin, ich gehe dann in meinem Dashboard hin, klicke hier auf die fehlerhaften, bekomme die direkt rausgefiltert und kann die dann hier bearbeiten. Gut. Echten Backup-Umgebungen sind da vielleicht mal 2 oder 3, manchmal auch 5 oder 10, je nachdem, wie groß die Umgebung ist, kann die dann hier bearbeiten und kann dann hier auch entsprechend die Fehlermeldungen sehen. Ja, hier gab es irgendwie zum Beispiel ein Problem, da konnte ein Zertifikat nicht gesichert werden, weil die Verschlüsselung deaktiviert ist. Ja, und man sieht dann auch hier oben anhand der historischen Daten, dieser Fehler tritt schon ziemlich lang auf. Ja, wenn ich diese Fehler dann behebe und sage, okay, sie sind ja wirklich übersichtlich dargestellt. Hier habe ich so eine Bereinigung durchgeführt meiner Umgebung und habe an jedem Tag wirklich nur noch die Sachen hier im Blick, die auch ein Problem darstellen. Also auch in sehr großen Umgebungen sehr übersichtliche Darstellung hier in Backup Eagle, welche Ergebnisse da sind, sodass wir dieses, sag ich mal, diese Problematik oder diese Anomalie, ich kontrolliere halt mein Backup nicht und deswegen habe ich keine Daten, wenn ich sie restoren muss, sehr einfach lösen kann. Ich hatte noch ein paar weitere Probleme aufgezeigt, die wir haben können. Eins war davon zum Beispiel, dass wir erkennen wollen, gibt es Systeme in meiner Umgebung,
die ein Backup haben. Ja, das sehen wir hier. Aber wir wollen ja auch sehen, gibt es Systeme in meiner Umgebung, die kein Backup haben. Und da kommt hier unsere sogenannte Host-Detect-Komponente ins Spiel. Ich klicke hier mal drauf. Ja, man sieht das hier, diese Zahlen 82 und 25. Der eine oder andere kann sich vielleicht erinnern, die haben wir eben auch im Dashboard gesehen. Und hier sehen wir, wir haben 25 Systeme hier, für die wir kein Backup haben. Wir haben 82, für die haben wir ein Backup. Und woher weiß unsere Software das jetzt? Naja, man muss ja natürlich erstmal überlegen, wo bekommen wir die Daten her? Also was soll eigentlich ins Backup rein? Und da gibt es eine ganze Reihe von Quellen, aus die wir diese Daten beziehen können. Ich zeige das mal kurz hier in den Einstellungen. Wir können zum Beispiel über einen speziellen Agent für uns am Netzwerk lauschen und dort auffangende oder vorbeikommende, nenne ich es mal, Hosts erkennen und uns die merken. Wir können IP-Ranges im DNS-Server abfragen. Wir können IP-Ranges aber auch anpingen. Wir können vCenter befragen. Wir können aber auch, wenn ich mir das hier angucke, wir können zum Beispiel noch Active Directories befragen oder wir können auch Asset Databases befragen, da die Daten zum Beispiel als CSV importieren. Also da haben wir eine sehr breite Möglichkeiten, die Daten der Umgebung zu lesen, zu inventarisieren. Und wenn wir das soll haben, dadurch, dass wir ja so eine breite Kapazität haben, uns mit unterschiedlichsten Backup-Tools zu verbinden, wissen wir auch, welche Backups dort laufen und können dann entsprechend einen Soll-Ist-Abgleich machen und stellen dann halt fest, ah, okay, dieses System hier, oh, das habe ich zuletzt gefunden, 11.06. wurde das zuletzt gesehen, das hat kein Backup. Ist das so oder ist das korrekt oder ist das nicht korrekt? Ja, das muss man nochmal überlegen. Oder hier dieses zum Beispiel, gut, ich weiß jetzt dann nach meiner Beurteilung, das ist ein Management-Interface, dann kann ich auch hier sagen, ignoriere mir das und sage hier Management-Interface braucht kein Backup. So, dann sage ich hier mal okay und dann ist das auch entsprechend auf grün gesetzt. Ich kann hier auch mit Tags arbeiten vom vCenter, man sieht das hier. Ich kann Excludes machen, ganze Ranges rausnehmen oder ganze Namensblöcke, um zum Beispiel Testsysteme auszuklammern. Und im Endeffekt bleibt dann etwas übrig, und zwar das, was wirklich nicht gesichert wird. Und aus meiner Erfahrung ist das halt häufig so, dass diese nicht gesicherten Systeme eigentlich irgendwie in jeder Umgebung zu finden sind. Manchmal gibt es ganz kuriose Sachen, dann gibt es Diskussionen darüber, okay, wird das System gesichert oder nicht? Ist das jetzt ein Name aus dem vCenter oder ist das ein Hostname? Manchmal stimmt da auch einfach der Abgleich nicht. Häufig finden wir Systeme, die nicht da sind. Und aus der Erfahrung ist es auch so, dass Kunden, die Prozesse einsetzen, trotzdem sehr gerne Backup Eagle verwenden, einfach um diese Prozesse nochmal abzusichern, dass halt auch wirklich nichts durchrutscht und dass wir hier über die Host-Detect-Funktionalitäten dann noch die, den Beweis oder die Rückversicherung dafür haben, dass halt auch die Prozesse zum Einrichten des Backups richtig funktionieren. So, jetzt haben wir schon sehr viele unserer Anomalien, die ich eben gezeigt hatte, sind wir schon durchgegangen. Und bevor wir jetzt hier zu den letzten Punkten kommen, können wir natürlich auch nochmal gucken, was wir sonst noch so tun können mit unserer Logik, die auf historischen Daten basiert. Ich gehe dafür hier mal unter Settings und zwar unter den Punkt Consistency Rules. Und hier sieht man, hier habe ich diese Funktion aktiviert. Hier zum Beispiel ungültige Sicherungsmenge. Ne? Hier habe ich dieses Difference from Average Amount. Und hier kann ich aber auch sowas machen wie Heal Previous Result. Das bedeutet, das ist so sozusagen der umgekehrte Weg der Anomalieerkennung. Das ist eher so eine Anomaliebeseitigung.
Das heißt, hier kann ich hingehen und sagen, ich kann das hier auch noch mal zeigen. Hier kann ich zum Beispiel sagen, ich habe Backups, die sind vielleicht originär fehlerhaft. Ja, aber wenn dann eine Regel erkennt, ja, das nachfolgende Backup ist fehlerfrei, dann muss ich im Zweifelsfall dieses Backup hier gar nicht mehr als Fehler melden. Ja, also das sind hier so Fälle zum Beispiel. Hier hatte ich nicht gestartet Ergebnisse und hier kam dann irgendwann wieder ein erfolgreiches Backup und deswegen hat er mir die hier vorne als nicht zu beachten markiert. Also er hat gemerkt, ja, okay, das Backup wurde in einem gewissen Zeitfenster wieder nachgefahren, das ist erfolgreich, also muss ich mich nicht mehr um das fehlgeschlagene vorhergehende Backup kümmern. Das ist also auch ein Punkt, sage ich mal, nicht die Anomalieerkennung, sondern das ist dann schon sozusagen Anomaliebeseitigung, die wir hier mit dem Backup-Beagle machen können. Gut, das war es auch schon, sage ich mal, sehr kompakt das Thema Anomalieerkennung im Backup mit Backup-Eagle. Diese ganzen Themen, die wir besprochen haben, sind, wenn man sie per Hand betrachtet oder per Hand machen will, sind die sehr komplex. Aber wir haben jetzt hier in sehr kurzer Zeit sind wir die alle durchgegangen und haben gesehen, das lässt sich alles automatisch lösen. Und wir haben diese ganzen Funktionalitäten out of the box. Das heißt, wenn Sie eine Installation machen, nach einer Stunde haben Sie diese ganzen Erkennungen am Laufen und können dann schon noch eine zusätzliche Ebene der Sicherheit erreichen. Gut, das war es von mir. Jetzt an die Teilnehmer natürlich gerne noch Fragen. Wir sind jetzt noch ein paar Minuten hier verfügbar, online oder auch im Chat. Wenn Fragen da sind, gerne Fragen. Die Aufzeichnung werden wir auf jeden Fall noch teilen und auch online bereitstellen. Und auch von meiner Seite erst schon mal Dankeschön an alle Teilnehmer. Schön, dass ihr dabei wart. Und dann freuen wir uns auch gerne wieder auf Teilnehmer beim nächsten Webinar. Vielen Dank. Ich sehe, die Teilnehmer sind fast alle schon weg. Dann würde ich sagen, keine Fragen mehr sind. Nochmal vielen Dank. Dann beenden wir jetzt diese Live-Sendung und allen noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bis demnächst mal wieder.